Was muss passieren, bis die Deutschen sagen, jetzt ist Schluss? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, oh shit, normalerweise mache ich die Videos immer vorher auf, damit ich den Titel lesen kann. Was muss passieren, bis die Deutschen sagen, jetzt ist Schluss? Interessantes Thema, so. Das ist mal wieder ein Talk mit Raik Gawe und ich finde, der gute Mann hat echt gute Ansichten und ich höre ihm gerne zu auch, weil er auch so ein Freidenker ist, so ein Selbstdenker ist, weißt du, wie ich meine? Und auch mal die ein oder anderen crazy Sachen dabei rumkommen, aber immer sehr interessant sind und deswegen gehen wir da jetzt rein. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren, Peter geht los, let's go. Andere Völker, andere Kulturen wurden auch bearbeitet. Die wurden vielleicht mit, ich sag mal, mit religiösen Informationswaffen bearbeitet. Die wurden auch irgendwie, aber das ist in der Form, wie wir das hier erleben, glaube ich, ist es einmalig. Natürlich haben andere Völker auch unter dem Krieg gelitten, haben Riesenverluste erlebt. Also ich will das nicht kleinreden, ich will es nicht sagen, nur die Deutschen sind der Mittelpunkt der Welt. Darum geht es nicht. Das wird sonst immer, wenn ich das so sage, sehr falsch verstanden. Aber wenn man sich wirklich mal ernsthaft damit beschäftigt, ist es auffällig, dass sehr gezielt und sehr lange systematisch diese nennen wir es wirklich Informationskriegsführung hier betrieben wurde. Warum? Das ist der Punkt. Warum wird das so gemacht? Deutschland ist halt der Mittelpunkt von Eurasien, glaube ich, mehr oder weniger, ne? Ist ein sehr wichtiger Ort, so, um die Welt zu kontrollieren. Ich glaube, wenn du die Deutschen nicht unter Kontrolle hast, ist es schwierig, den ganzen Westen bzw. Europa, Asien so zu kontrollieren und zu steuern, so, weißt du? Deswegen glaube ich, dass es halt schon wichtig ist, uns unter Kontrolle zu haben. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass der deutsche Geist auch auf eine gewisse Art und Weise ein besonderer Geist ist. So. Könnte man jetzt sagen, okay, Bro, du bist Deutscher, Digga, deswegen sagst du das jetzt, du willst dich nur selbst pushen. Aber am Ende des Tages, die Vergangenheit zeigt es auch ein bisschen so, was der Deutsche alles an den Start gebracht hat auch so, weißt du? Erfindungstechnisch, ingenieurswissenschaftlich, aber auch Schriftsteller, Dicker, Dichter und Denker, Kunst und sowas, Musik, bla bla bla. Da war der Deutsche früher schon sehr, 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 sehr heftig, weißt du? Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der anderen Leuten, die quasi die Macht über die Welt behalten wollten, auch Angst gemacht hat, so, weißt du? So. Und hätte der Deutsche sich damals zum Beispiel auch mit dem Russen zum Beispiel verbunden und die hätten irgendwie zusammen eine engere Beziehung gehabt und hätten sich vom Westen nicht so krass kontrollieren lassen, so, dann wäre, glaube ich, auch die ganze Menschheit, also die ganze Welt, moderne Welt, wie wir sie heute kennen, auch ein bisschen, das wäre alles ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, glaube ich. Ja, also ich habe darauf eigentlich nur eine Antwort, oder zwei sogar. Also entweder sind wir stärker, als es uns lieb ist, oder aber wir haben irgendetwas in uns, was für jemand anders eben gefährlich ist. Oder man könnte sagen, wir sind zu einer großen Konkurrenz für andere Bestrebungen oder für andere Geschäftsgebaren. Ja, das kann ja auch sein. Aber es ist schon auffällig, dass so lange und mit so einer Ausdauer und Vehemenz diese Art von psychologische Kriegsführung hier betrieben wird. Immer wieder. Guck dir jetzt die Welt an. Die Welt lacht über uns, was wir hier betreiben. Was hier in diesem Land passiert, was hier sozusagen die sogenannten Volksvertreter, für wen die wirklich arbeiten, das ist ja offensichtlich. Wenn 80% der Menschen mit dieser Art von Politik nicht übereinstimmen oder sogar dagegen. Okay, die amerikanischen Volksvertreter sind jetzt aber, schneiden jetzt aber auch nicht wirklich besser ab, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Weißt du, wenn du dir so einen Sleepy Joe reinziehst, Digga, der nicht mal normal gerade laufen kann, kurz vorm Sterben quasi da Reden hält und so. Die stehen jetzt nicht besser da. Trotzdem sind eh nur Marionetten, die quasi uns präsentiert werden und nicht wirklich was zu entscheiden haben am Ende. Und die Welt lacht über uns. Wir sägen uns gerade alles ab, was in den letzten Jahrzehnten auch. Aber trotzdem, wenn man die miteinander vergleicht, vergleich mal einen Helmut Schmidt mit einem Olaf Scholz, Digga. So. Bruder, das sind Welten. Warum passiert das? Hat das was mit Vernunft zu tun? Aus unserer Sicht sicherlich nicht. Aber offensichtlich wird da trotzdem ein Plan vollzogen, der auch ein bestimmtes Ziel verfolgt. So. Und andere, wir schneiden uns sozusagen den eigenen Ast ab, oder nicht nur den eigenen Ast, wir schneiden uns auch die Wurzeln ab, schwächen uns damit selbst,
da siehst du auch, ein traumatisierter Mensch hat Verhaltensmuster in sich, um sich selbst zu schwächen, sich selbst zu schädigen, sich selbst zu bestrafen. Das muss man überlegen. Das ist dieses Antideutsche, ja, dass man sich selbst bestraft, weil man denkt, ich bin nichts wert und die Welt wäre ein besserer Ort ohne uns und also was. Also überleg mal, wie weit das schon getrieben ist. Das, ja, ja, der hat recht. Das Gefährliche, das ist das wirklich Gefährliche. Ja, und wie gesagt, dass richtig indoktriniert wurden in den deutschen Reihen. Betrachtet uns ja auch und sieht, was wir machen und schüttelt mit dem Kopf. Und daran sehen wir ja auch, in was für einer Situation wir uns befinden. Wir sind in dieser Unterwerfungs- und Erstarrungshaltung, Duldungsstarre der Deutschen, das ist das. Was muss denn noch alles passieren, dass die Deutschen endlich mal sagen, jetzt ist Schluss? Um das Ganze. Ey, entspannt. Also, entspannt, sage ich. Interessant auf jeden Fall. Guter Talk, Digga, fühle ich. Was muss noch alles passieren, damit der Deutsche endlich mal sagt, jetzt ist Schluss so? Das frage ich mich auch manchmal. So. War jetzt ein bisschen zu kurz, hätte ich mir eigentlich noch länger geben können hier. Vielleicht gucken wir uns noch mal ein bisschen mehr an von dem Podcast. Liebe geht auf jeden Fall raus, schreibt eure Gedanken zum Gesagten unten in die Kommentare rein. So. Ich gebe ihm schon teilweise recht auf jeden Fall, habe ich auch das Gefühl. Ich liebe euch, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, peace out. Mal kurz und knackig, auch nicht schlecht, weißt du?